Im September 1954 besuchte Erich Kästner, Autor von Welterfolgen wie Das doppelte Lottchen, eine Oberschule in West-Berlin. Wir haben die große Freude, euch heute hier in der Rückertschule Herrn Erich Kästner vorstellen zu dürfen. Wer Herr Erich Kästner ist, brauchen wir euch ja nicht zu sagen. Ihr werdet sicher Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton von ihm gesehen haben. Herr Kästner hat sich nun eine Stunde Zeit genommen, also nutzt die Gelegenheit aus. Sie kommt nicht so schnell wieder, dass ihr mit ihm diskutieren könnt. Was ist für Sie der Unterschied zwischen einem Schriftsteller und einem Dichter? Ja, das ist eine deutsche Frage, die es auf der ganzen Welt nicht gibt. Die Grenzen zwischen Dichtung und angewandter Schriftstellerei lassen sich gerade im Werk Erich Kästners, zumal in seinem lyrischen Werk, nicht trennscharf ziehen. Sachliche Romanze. Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an, und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich und er stand dabei. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen. In ihrer lyrischen Hausapotheke, da richten sie sich einmal, wenn man etwa ein junges Mädchen ist. Können Sie uns da das etwa mal erklären, was Sie damit meinen? Wenn man etwa ein junges Mädchen ist, ja. Naja, wahrscheinlich lag es mir so weit ab, da ich ja selber... Und wie kommt es, dass die Mädchen immer so schlecht dabei wegkommen? Sie kommen bloß plus Liebe vor und wenn sie dann vorkommen, immer so, naja. Also die Männlichkeit kommt entschieden besser mal weg. Das ist die typische männliche Überlegenheit. Beziehungsweise die Einbildung, überlegen zu sein. Ein Er ist auch immer dabei. Warum konnten Sie nicht mal ein Gedicht nur über junge Mädchen schreiben? Denn ich glaube kaum, dass Sie nur ein reiner Theoretiker sind. Denn wenn man Mann... Für mich ist Erich Kästner ein großer deutscher Lyriker. Der Kabarettist Werner Schneider, 2019 verstorben, im Jahr 1999. Und er ist ein grandioser literarischer Journalist. In seinen besten Texten schreibt er ununterbrochen gegen etwas an. Und das, wogegen er anschreibt, ist im weitesten Sinn des Wortes schlicht die Dummheit. Literaturgeschichtlich wird Erich Kästner der neuen Sachlichkeit zugerechnet, jenem sozialkritischen, manchmal etwas schnodderigen Realismus, der die deutsche Literatur, auch die deutsche Kunst, seit den späten 1920er Jahren bestimmte. Emil und die Detektive, die leben! Oh! Mit seinem Kinderbuch Emil und die Detektive, kurz nach seinem Erscheinen verfilmt, landete der Journalist und Schriftsteller Erich Kästner 1929 seinen ersten Welterfolg. Und international gelesen wird Kästner bis heute, wie sein Biograf Sven Hanuschek betont. Kästner ist ein Weltautor als Kinder- und Jugendbuchautor, also das ohne jede Einschränkung. Ich meine, der Emil liegt, glaube ich, inzwischen bei 90 Übersetzungen ungefähr. Er ist aber als Erwachsenenautor nicht ganz vergleichbar und auch nicht so präsent. Also auch da gibt es Übersetzungen, also in alle großen Sprachen dann schon. Aber auch da ist er schon ziemlich präsent, aber es ist wirklich nicht vergleichbar. Auch 50 Jahre nach seinem Tod gehört Erich Kästner zusammen mit Astrid Lindgren und Ottfried Preußler zu den meistgelesenen Kinderbuchschriftstellern überhaupt. Ob der 35. Mai oder Pünktchen und Anton, ob die Konferenz der Tiere oder eben der Emil. Kästners Bücher für die schulpflichtige Jugend bestechen auch heute noch durch ihre Originalität und die thematische Breite. Die Innsbrucker Germanistin Veronika Schuchter. Kästners Kinderbücher sind sehr unterschiedlich. Manche sind fantastisch, mit sprechenden Tieren, andere sind ganz realistisch gezeichnet. Auf jeden Fall sind sie sehr einfallsreich und sie sprühen vor Witz. Was sie aber von sehr vielen anderen Kinderbüchern unterscheidet, würde ich sagen, und das macht sie auch ein bisschen zeitlos, ist,
dass Kästner immer auf Augenhöhe mit seinen Leserinnen und Lesern ist. Und er spricht Themen an, die für sie wirklich relevant sind. Die Scheidung der Eltern, Probleme in der Schule, Kinderarmut, Ängste, die man überwinden muss. Das alles sind Themen, die haben sich nicht geändert. Erich Kästner, 1899 geboren und in Dresden aufgewachsen, war ein Einzelkind und ein Kind kleiner Leute. Ida Kästner, seine Mutter, war von einem obsessiven Aufstiegswillen erfüllt. Andrea O'Brien, Direktorin des Erich Kästner Museums in Dresden. Sie war eine intelligente und ehrgeizige Frau, die aber natürlich aufgrund ihrer einfachen Herkunft wenig Aufstiegsmöglichkeiten besaß. Sie heiratete ja dann den Sattlermeister Emil Kästner, mit dem sie auch nach Dresden kam, und merkte natürlich schnell, dass ihre Ambitionen sich jedenfalls für sie persönlich nicht mehr würden erfüllen können. Also ihre Vorstellung war tatsächlich, in das Milieu der kulturellen Bürgerschaft aufzusteigen. Und dann hat sie in Konsequenz wirklich mit ganz großem Fleiß und Einsatz alles dafür getan, um ihren Sohn zu fördern, dem das ja dann auch gelungen ist. Meine Mutter war kein Engel. Sie wollte auch keiner werden. Ihr Ideal war handgreiflicher. All ihre Liebe und Fantasie, ihren ganzen Fleiß, jede Minute und jeden Gedanken, ihre gesamte Existenz setzte sie, fanatisch wie ein besessener Spieler, auf eine einzige Karte, auf mich. Ihr Einsatz hieß, ihr Leben mit Haut und Haar, die Spielkarte war ich. Deshalb musste ich gewinnen. Deshalb durfte ich sie nicht enttäuschen. Deshalb wurde ich der beste Schüler und der bravste Sohn. Ich hätte es nicht ertragen, wenn sie ihr großes Spiel verloren hätte. Ida Kästner ist eine sehr ehrgeizige Frau gewesen, der ja ihr eigener Mann offensichtlich immer nicht genügt hat. Also auch das, was er materiell, was er ökonomisch ranschaffen konnte, war nie genug. Starke Aufstiegsfantasien, sehr ehrgeizig eben, und die konnte auch sehr hart sein nach außen, also gegenüber Dritten, und hat sich ja völlig auf dieses Kind dann konzentriert. Also das Kind war der Gegenstand aller Projektionen, aller Aufstiegsfantasien und musste das irgendwie erfüllen, wollte das offensichtlich irgendwann auch erfüllen. Überfürsorgliche Mütter treten immer wieder auf im Werk Erich Kästners, ein Echo seiner eigenen Erfahrungen. In seinem autobiografischen Bericht »Als ich ein kleiner Junge war«, 1957 erschienen, schildert der Autor, wie das so war mit seiner besitzergreifenden Mama. Der Schulweg war eine schwierigere Angelegenheit als die Schule selber. Denn im Klassenzimmer gab es nur einen einzigen Erwachsenen, den Lehrer Bremser. Ohne ihn hätte man die Buchstaben und die Ziffern, das ABC und das Klein mal eins ja gar nicht lernen können. Aber dass einen die Mutter bei der Hand nahm und bis zum Schulportal transportierte, das war ausgesprochen lästig. Man war doch mit seinen 7 Jahren kein kleines Kind mehr. Oder wagte dies etwa irgendjemand zu behaupten? Frau Kästner wagte es, sie war eine tapfere Frau. Doch sie wagte es nur 8 Tage lang, denn sie war eine gescheite Mutter. Sie gab nach und ich spazierte, mit Ranzen und Frühstückstasche bewaffnet, stolz und allein, jeder Zoll ein Mann, morgens in die Tiekstraße und mittags wieder nach Hause. Ich hatte gesiegt, hurra! Aber der kleine Erich saß einer Illusion auf, der geschickten Täuschung seiner Mutter, die ihre Helikopterhaftigkeit, wie man heute sagen würde, umsichtig zu tarnen wusste. 4 Jahre später hat mir meine Mutter erzählt, was damals in Wirklichkeit geschah. Sie wartete jedes Mal, bis ich aus dem Haus war. Dann setzte sie sich rasch den Hut auf und lief heimlich hinter mir her. Wenn sie befürchtete, ich könne mich umdrehen, sprang sie rasch in eine Haustür oder hinter eine Plakatsäule. Doch völlig beruhigt war sie erst, wenn sie, von der Ecke Kurfürstenstraße aus, mich in der Schule verschwinden sah. Als ich ein kleiner Junge war, beschreibt er aber auch, dass seine Mutter sehr kalt war bzw. von anderen so wahrgenommen wurde als herrisch und dass andere sie als eingebildet erlebt haben.
Außerdem dürfte sie psychische Probleme gehabt haben. Immer wieder droht sie mit Selbstmord. Sie verschwindet. Sie schreibt Nachrichten und ihr Sohn muss sie dann suchen, als Kind noch und Jugendlicher, und findet sie dann beispielsweise auf einer Brücke. Man kann also durchaus sagen, dass es keine sehr gesunde Mutter-Sohn-Beziehung war. In der lyrischen Hausapotheke, einem seiner Hauptwerke, hat Erich Kästner seiner aufopferungsvollen Mutter ein literarisches Denkmal gesetzt, eines von vielen. Es liest Therese Giese. Eine Mutter zieht Bilanz. Mein Sohn schreibt mir so gut wie gar nicht mehr. Das heißt, zu Ostern hat er mir geschrieben. Er denke gern an mich zurück, schrieb er, und würde mich wie stets von Herzen lieben. Das letzte Mal, als wir uns beide sahen, das war genau vor 2-3 Viertel Jahren. Ich stehe manchmal an der Eisenbahn, wenn Züge nach Berlin, da wohnt er, fahren. Und einmal kaufte ich mir ein Billett und wäre beinahe nach Berlin gekommen. Doch dann begab ich mich zum Schalterbrett. Dort hat man das Billett zurückgenommen. ...1905 wird Erich Kästner eingeschult. Das wilhelminische Bildungssystem, ein Hort der schwarzen Pädagogik, erlebt der Bub als Vorhof der Hölle auf Erden. Das waren natürlich ganz fürchterliche Erfahrungen. Da spiegelt sich ja auch im fliegenden Klassenzimmer so einiges wider. Er hat es auch immer wieder thematisiert. Also sogar noch mal in einem kurzen Text von 1970, in dem er sagt, dass in der Zeit alle Schulen düster aussahen und im Grunde genommen muteten diese Schulen mehr wie Kinderkasernen an. Und wenn man sich fragen würde, warum es denn nicht möglich gewesen sei, einfach fröhlichere Schulen sich einfallen zu lassen, kommt er schnell zu dem Schluss, dass das natürlich eine Systematik hatte, weil man das neben dem Rohrstock auch verwendet hat, um Kindern halt einfach Respekt einzuflößen, weil man sie durch Furcht zu folgsamen Staatsbürgern erziehen wollte. 1917 bricht Erich Kästner seine Ausbildung zum Volksschullehrer am Freiherrlich von Fletcherschen Lehrerseminar in Dresden ab. Im vorletzten Kriegsjahr wird er zum Militär eingezogen, ebenfalls eine schlimme Erfahrung, wie der Kästner-Biograf Sven Hanuschek resümiert. Er ist nicht mehr eingesetzt worden. Also er hatte noch eine Ausbildung, hatte dann aber auch relativ früh einen Herzfehler, wohl durch diese Schinderei. Also er ist im Zweiten Weltkrieg ja nochmal gemustert worden und ausgemustert worden wegen dieses Herzfehlers. Und der muss schon 17, 18 dann da gewesen sein, sodass er nicht mehr eingesetzt wurde. Erich Kästners antimilitaristische Haltung, sie wurzelt in seinen Erfahrungen als Weltkriegsrekrut. Auch in seinem lyrischen Schaffen spiegeln sich diese Erfahrungen wider. Oskar Werner liest ein Gedicht aus dem 1929 erschienenen Band »Lärm im Spiegel«. Erich Kästner, Sergeant Waurich. Das ist nun eine Dutzend Jahr her, da war unser Sergeant. Wir lernten bei ihm präsentiert das Gewehr. Wenn einer umfiel, lachte er und spuckte vor ihm den Sand. Die Knie beugt, war sein liebster Satz. Den schrie er gleich 200 Mal. Dann standen wir da auf dem öden Platz und beugten die Knie wie die Goliaths und lernten den Hass pauschal. Und wer schon auf allen Vieren kroch, dem riss er die Jacke auf und brüllte, du Luder, frierst ja noch, und weiter ging's. Man machte doch in Jugend Ausverkauf. Er hat mich zum Spaß durch den Sand gehetzt und hinterlaut gefragt, wenn du jetzt meinen Revolver hetzt, brechst du mich um, gleich hier und gleich jetzt? Da habe ich ja gesagt. Wer ihn gekannt hat, vergisst ihn nie. Den legt man sich aufs Eis. Er war ein Tier und er spie und schrie. Und Sergeant Waurich hieß das Vieh, damit es jeder weiß. Der Mann hat mir das Herz versaut, das wird ihm nie verziehen. Es sticht und es schmerzt und es hämmert laut. Und wenn mir nachts
vor dem Schlafenkraut. Dann denke ich an ihn. ...1927, nachdem er in Leipzig Geisteswissenschaften studiert hat, übersiedelt Erich Kästner nach Berlin. Er beginnt unter anderem für die Vossische Zeitung und das Berliner Tageblatt zu schreiben und hat auf Anhieb Erfolg, auch mit seinem ersten Gedichtband »Herz auf Taille«. Weitere Bücher wie »Emil und die Detektive«, »Pünktchen und Anton« und sein Erwachsenenroman »Fabian« von 1931 machen ihn dann zum internationalen Bestsellerautor. Seine wirklich große Zeit, das waren 4 Jahre, 5, nicht mehr, 27 bis 32. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki in einem Interview mit dem Südwestrundfunk 2001. Das, was von Kästner geblieben wird, was bleiben wird, ist innerhalb von 4, 5 Jahren entstanden. Warum? Ich weiß es nicht. Die Entstehung literarischer Werke, das sind nicht Dinge, die man so rational immer erklären kann. Erich Kästner, der sich politisch als freischwebender Sozialdemokrat verstand, war ein vielbeschäftigter Mann zu Beginn der 1930er Jahre. In einem Brief an seine Mutter klagt der Erfolgsautor 1930 über seine Arbeitsbelastung. Der eine will ein Stück mit mir schreiben, der andere einen Film, der dritte 6 Filme, ein vierter eine moderne Oper, die fünfte will Texte zum Vortragen, der sechste will wissen, ob ich ihm nicht raten kann, wie er eine Frau finden kann, die siebente will wissen, ob sie richtig gewählt hat, als sie kommunistisch wählte. Achtens trinke ich bei Hans Alexander Löhr, 8 Jahre, und bei seiner Schwester Ruth, 9 Jahre, Kaffee. Er hat mir wegen des Emil mehrfach geschrieben. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten markiert einen radikalen Bruch in der Biografie Erich Kästners. Denn kaum Star geworden, er war ja Megastar, Szenestar, was aus für ihn. Und dann hat er 12 Jahre eines Männerlebens sozusagen die Goschen gehalten, beziehungsweise halten müssen. Im Gegensatz zu den meisten seiner Schriftstellerkollegen weigerte sich Erich Kästner, bei den Nazis als Inbegriff der Weimarer Moderne und vor allem auch als NS-Gegner verhasst, ins Exil zu gehen. Er war dabei auf dem Platz vor der Staatsoper Berlin, als seine Bücher ins Feuer geworfen wurden. Muss schon für einen Schriftsteller ein tolles Erlebnis sein, wenn da einer steht und sagt, ich werfe ins Feuer die Bücher von Erich Kästner. Ich weiß nicht, ob es Goebbels persönlich war. Einiges hat Goebbels damals persönlich ins Feuer geworfen. Naja. Zu emigrieren kam für ihn nicht in Frage, das entsprach einfach nicht seinem Charakter. Kästner war extrem verwurzelt und er wollte auch seine Mutter nicht zurücklassen. Es gab also für ihn wirklich pragmatische Gründe, da zu bleiben. Veronika Schuchter, Germanistin an der Universität Innsbruck. Man muss auch sagen, dass er die Situation am Anfang falsch eingeschätzt hat. Er dachte 1933, dass es sich nur um eine kurze Episode handeln würde, dass die Nazis nicht lange in der Macht bleiben und er wollte vor Ort bleiben und den Nazis die Stirn bieten. Eine Fehleinschätzung. Erich Kästner überlebte die NS-Zeit, man kann es so sagen, unter ständiger Gefahr für Leib und Leben. Er hielt sich unter Pseudonym mit Filmaufträgen über Wasser. Nach der Befreiung Deutschlands durch die Alliierten engagierten ihn die Amerikaner als leitenden Redakteur der Neuen Zeitung in München, einem renommierten Blatt mit einer Auflage von bis zu 2,5 Millionen Stück. Kästner war 2,5 Jahre Feuilletonchef der Neuen Zeitung und hat da wirklich Großes geleistet. Zum einen hat er versucht, große Namen zu gewinnen und das ist ihm auch gelungen. Zum Beispiel Thomas und Heinrich Mann, Bertolt Brecht, der berühmte Kritiker Alfred Kerr, Alfred Annasch, um nur einige zu nennen, die für das Feuilleton der Neuen Zeitung geschrieben haben. Außerdem hat er internationale Literatur vermittelt. Hemingway, Steinbeck, George Bernard Shaw hat er bekannt gemacht. Nach dem Krieg allerdings konnte Erich Kästner, auch als Penn-Präsident hochgeachtet, nicht mehr so recht an die Erfolge der Weimarer Jahre anknüpfen. Mehr und mehr begann der Autor dem Alkohol zuzusprechen. Normalerweise treibe ich mich also abends und nachts in jeweils der großen Stadt, wo ich gerade bin oder wohne, herum.
bin also das, was man eigentlich eine Wiener Spezialität nennt, ein Kaffeehausliterat. Das heißt schon eher ein Barliterat als ein Kaffeehausliterat. Nun ja, und da habe ich immer unbeschriebene Zettel bei mir. Und wenn mir was einfällt, komme ich dann nach Hause und habe beschriebene Zettel mit. Also es kann auch sein, dass ich nur einen Schwips mitbringe und keine beschriebenen Zettel. In den 1950er und 60er Jahren verstrickte sich Erich Kästner überdies in ein äußerst unübersichtliches Liebesleben. Viele Jahre lang fuhr der Autor mehrgleisig, wie man so sagt, was sich als kräfteraubende Angelegenheit erwies. Veronika Schuchter ortet einen deutlichen Hang zur Selbstzerstörung im Leben des Schriftstellers. Kästner war Alkoholiker, er hat wahnsinnig viel geraucht, er litt aber auch an Depressionen oder zumindest an depressiven Episoden. Das heißt, man kann sicher sagen, dass sein Lebensstil ihn zum Teil zugrunde gerichtet hat. Aber er war gerade gegen Ende seines Lebens auch ein einsamer und unglücklicher Mann. Der selbstdestruktive Lebensstil Erich Kästners forderte seinen Tribut. Der Schriftsteller erkrankte schwer. 1974 erlag er nach längerem Siechtum einer unheilbaren Speiseröhrenkrebserkrankung. Zu dieser Zeit war Kästner vor allem als Kinderbuchautor bekannt und beliebt. Marcel Reich-Ranitzky, ein Bewunderer Erich Kästners, hat die Bedeutung des Schriftstellers einmal so auf den Punkt gebracht. Ein Aufklärer mit sehr viel Charme und Vernunft. Ein Mann mit so viel Humor. Ach, ich glaube, das ist eine wunderbare Figur in der deutschen Literatur. Und noch was. Die Literaturen der großen Völker bestehen nicht nur aus den Bachs, Johann Sebastian Bachs. Auch ein Offenbach ist in der Literatur sehr nützlich und schön. Er war mehr auf dieser Ebene, sagen wir Offenbach. Aber das war ja ein herrlicher Komponist, der Offenbach.